Hier passieren komische Dinge. Wo ist das Bild? Welches Bild? Glaub mir, hier passieren komische Dinge. Demenz ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit und weit verbreitet. Sehr viele Menschen sind davon auf irgendeine Weise betroffen. Wann sind Sie geboren? Freitag, 31. Dezember 1937. Es ist einer der außergewöhnlichsten Filme über dieses Thema, denn man erlebt alles aus dem Blickwinkel des Vaters. Sie leben zurzeit mit Ihrer Tochter zusammen, richtig? Ja, in meiner Wohnung. Wie es sich am Ende anfühlt, beschreibt Anthony, meine Figur im Film. Ich verliere meine Blätter, eines nach dem anderen. Sehen Sie, die Situation ist ganz einfach. Ich lebe in dieser Wohnung jetzt seit 30 Jahren. Papa, ich bin's! Und meine Tochter ist sehr an ihr interessiert. Nein, Papa, was redest du da? You can put your own experience in. Es kommen viele eigene Erfahrungen hoch. Jeder kennt irgendjemanden mit Demenz. Ich war von Anfang an gefesselt vom Ausmaß des Schreckens dieser Geschichte. Ich will dir helfen. Helfen? Wobei, es ist alles bestens, Anne. Ich weiß nicht, was sie aushält gegen mich. Aber sie führt etwas im Schilde, da bin ich ganz sicher. The Father basiert auf dem sehr erfolgreichen gleichnamigen Theaterstück von Regisseur Florian Seller. Das emotionale Drama eines Mannes, dessen Gedächtnis nach und nach schwindet, beschert der Hauptdarsteller Anthony Hopkins unlängst den zweiten Oscar seiner Schauspielkarriere nach Das Schweigen der Lämmer. Hat jemand meine Uhr gesehen? Sie wurde gestohlen. Nein, wurde sie nicht. Was soll das heißen? Nein. Das geht schon eine ganze Weile so. Jeder kann seine Verwirrung nachvollziehen. Man versteht sofort, was für ein schreckliches Gefühl das sein muss. Papa, hast du deine Tabletten genommen? Wer sind sie? Seine Tochter empfindet Mitgefühl und je verwirrter ihr Vater ist, desto mehr Tränen fließen. Diese Schlacht kann sie nicht gewinnen. Und ich werde meine Wohnung nicht verlassen! Ich werde meine Wohnung nicht verlassen! Es ist dieser furchtbare und simple Prozess, dass, wenn man alt wird, es so aussieht, als verwandelte man sich wieder zurück in ein einsames Kind. Ich weiß nicht, warum wir nie so richtig gut miteinander ausgekommen sind. Mit ihrer kleinen Schwester dagegen, ja, das war was ganz anderes. Er ist sehr grausam zu ihr, spricht nur von Annes Schwester als seiner Lieblingstochter. Ich muss sagen, er ist charmant. Ja, nicht immer. Das sind seine kleinen Spielchen, geboren aus furchtbarer Angst und Schwäche. Am Tag ihrer Beerdigung hatte ich eine kleine Ansprache, um alle daran zu erinnern, wie herzlos und manipulativ sie war. Ich muss mich dafür entschuldigen. Gut. Für seine kraftvolle und herzzerreißende Darstellung eines Demenzkranken wurde der ebenfalls 83-jährige Anthony Hopkins damit nun sogar zum ältesten Oscar-Preisträger aller Zeiten gekürt. Ich habe hier meinen eigenen Vater gespielt. Er hatte auch am Ende noch diesen schneidenden Blick und er hatte Schmerzen, war wütend, voller Angst. Daran erinnere ich mich. Er konnte mit einem Blick töten, so wie ich. Was ist? Es ist eine wundervolle Rolle. Man kann die gesamte Skala der persönlichen Eigenheiten spielen, die diesen Mann ausmachen. Auch wenn er jetzt zumeist vergessen hat, wer er wirklich ist. Sag ihm, das ist doch wirklich meine Wohnung. Oder? In The Father geht es zwar um Demenz, aber ich wollte die Zuschauer in eine aktive Rolle bringen, nicht nur eine Geschichte erzählen. Sie sollten in diese besondere Situation hineinversetzt werden und selbst eine Ahnung davon bekommen, wie es ist, dement zu sein. Anne, wer ist das? Hallo, Anthony. Aber Anne, das ist sie nicht. Papa. Zu den interessantesten Einfällen gehört, dass bestimmte Figuren von unterschiedlichen Schauspielern gespielt werden. Was ist denn los? Ach, nichts Besonderes. Das ist wirklich sehr verwirrend. Stimmt etwas nicht? Was soll der Unsinn? Was diesen Film so außergewöhnlich macht, ist, dass er die Perspektive wechselt. Statt der Familie, die eine Demenz beobachtet, sieht man die Welt aus der Sicht des Betroffenen. Wo ist Anne? Wovon redest du? Wo ist sie? Ich bin hier. Man sieht seine Panik und wie er versucht, eine Art von Normalität vorzutäuschen. Er fragt dann, was es zu essen gibt, aber man spürt die Panik dahinter, weil er einfach nicht mehr weiß, was vor sich geht. Ich brauche keine Hilfe. Kann ich Ihnen eine Frage stellen? Wie lange haben Sie noch vor, hier rumzuhängen und das Leben Ihrer Tochter zu ruinieren?
Ich würde sagen, die Erzählung ist angelegt wie ein Labyrinth. Und der Zuschauer steckt mittendrin und muss versuchen, einen Weg nach draußen zu finden. Das Drehbuch ist wundervoll geschrieben und sehr bewegend. Eine faszinierende Studie dieser Vater-Tochter-Beziehung und dieser Krankheit. Wer genau bin ich eigentlich? Der mit 2 Oscars ausgezeichnete Film The Father trifft mit seiner Menschlichkeit mitten ins Herz und bleibt einem, auch dank der grandiosen Hauptdarsteller Olivia Colman und Anthony Hopkins, lange im Gedächtnis.